Moin Moin, Jay von The Complex Skills ist auch mal wieder da, ja, auch. Ich spiele heute ein neues Spiel, Defiance heißt es, glaube ich. Ich bin nicht so der Englisch-Pro, ich glaube, das wird so ausgesprochen. Wenn nicht, tut's mir leid, dann verbessert mich bitte. Ich kenne das Spiel überhaupt gar nicht, noch nie was von gehört. Ich habe es mir jetzt einfach mal geholt, habe mir gedacht, ja, kannst du mal ein Let's Play oder so zu machen. Und ich klicke jetzt hier einfach mal auf neuen Charakter erstellen. Ja, wie gesagt, Spiel gestern geholt, dann runtergeladen. Ich konnte es aber nicht spielen, weil die da irgendwie, keine Ahnung, hatten die da Probleme und sowas. Von dem Hersteller her, und da konnte ich die Updates nicht laden, konnte mich nicht einloggen und so. Ich glaube, das Problem hatten aber mehrere. Dann hat es heute geklappt und dann kann ich jetzt hier ein bisschen was spielen. Und euch das mal zeigen. Ich selber kenne es auch nicht, aber mal gucken, ob ich es denn hinkriege. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel was für mich ist, weil ich ja mehr so dieser Ego-Shooter-Typ bin, aber vielleicht funktioniert das ja. Die Intros habe ich gerade schon mal gesehen. Ich habe nämlich gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, aber irgendwie ist das Spiel dann abgekackt und dann habe ich gedacht, naja, machst du es gleich ganz normal. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt alles hier nochmal zeigen? Nee. Ich glaube, die Intros klicke ich jetzt mal weg und dann mache ich ein gesondertes Video dazu. Weil das dauert, denke ich, sonst auch zu lange und da habe ich echt keinen Bock drauf. Also nicht, dass es so lange geht, aber mir das jetzt nochmal reinzuziehen, weil das schon echt langweilig ist. So, jetzt sind wir hier beim Charakter erstellen. Das sieht doch... Das ist ja mal komisch. Gerade nämlich, wo ich das schon mal gemacht habe... Da sahen die anders aus. Ich glaube, die werden immer so, damit die nicht alle gleich aussehen, weil es ja ein Online-Game ist, werden die Charaktere immer so randommäßig ausgewählt und dann hat man so eine bestimmte, hat man eine bestimmte Voreinstellung, die man vorgegeben bekommt, damit nicht alle gleich aussehen. Und ich muss sagen, ich bin schon froh, dass es abgekackt ist, weil der sieht schon ein bisschen besser aus wie der, den ich vorher hatte. Aber die Frage ist jetzt, welche Waffe nehme ich? Veteran, Überlebenskämpfer. Was ist denn, wenn ich auf zufällig... Soll ich einfach mal zufällig? Ja, ich gehe mal zufällig. Oh, nee. Nochmal? Nee, auch nicht. Ist das eine Pumpe? Ganz ehrlich, ich nehme den jetzt einfach. So wie er ist. Hier auch mal einfach zufällig. Ja, guckt zwar ein bisschen blöd. Egal. So, wie soll ich heißen? Jay war vergeben. Dann nehme ich einfach mal der Jay. So. Ja, fertig. Ah, das Intro gucken wir uns einfach mal an. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Ne, es passt gar nicht. Müsste ich die anderen auch zeigen, die sind zusammenhängend. Aber ich mache doch nochmal ein Video alleine nur für die Intros. Ich selber weiß auch nicht, worum es geht, also sind die Intros sowieso scheißegal. Und ich mag so eine scheiß lange Gelaber sowieso nicht, ich will lieber spielen. Ich weiß zwar nicht, ob ich da ein Let's Play von mache, wo ich eigentlich ziemlich Bock drauf hätte, wenn es mir das Spiel gefällt. Aber ich weiß nicht, wie das... Ich habe halt noch nie ein Let's Play gemacht, ich weiß halt nicht, wie das so abläuft. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Auch weg. Ich weiß zwar nicht, wie das so abläuft. Du kannst mit mir interagieren, wenn du... So, ich rede jetzt aber erstmal. Ich weiß zwar nicht, wie das so abläuft. Steht ja immer, dass sie alle zu 100% blind spielen. Das kann ich euch nicht versprechen. Ich kann euch aber versprechen, dass ich versuche, ab und zu mal die Augen zusammenzukneifen. Weil ich sonst keine Ahnung habe, wo ich rumrenne. So, eh. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir... Hol Waffen und Ausrüstung zurück, während Ego versucht, biointegrierte Funktionen zu aktivieren. Akzeptieren. Ja, ich würde mal sagen, ich laufe mal da zu der 32. Da. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Großartig. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich damit den Schild aktivieren. Ach da, ja. Da wahrscheinlich ein Haken. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Ja, dann laufe ich da mal hin, würde ich sagen. Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich werden. Ja, ist doch gut. Die Suche nach von Bach starten können.
Ich bin unterwegs. Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen. Eigentlich, ja. Es ist stark mutiert. Ach, ich weiß nicht. Schwierigkeitsgrad konnte man nicht einstellen, weil es schon ziemlich... Also, weiß ich nicht. Was ist das? Okay. Ach, Munitionskisten. Immer gut. Munition ist immer gut. Die Steuerung ist ziemlich weich, muss ich sagen. Sehr weich. Ah, ich muss eben kurz die Steuerung, das ist mir zu krass. Wie geht das hier? Was ist damit? Da, Einstellung. Steuerung. Aber manchmal zwei Balken. Ja, besser. Obwohl, naja. Ich zieh's jetzt einfach mal so durch. Was schießt er? Wo? Hä? Egal. Irgendwas schießt doch hier. Habe ich irgendwas gefunden hier? Aha. Ich muss dazu sagen, PC spiele ich nicht besonders oft. Das kann also sein, dass ich hier ziemlich auf die Fresse kriege. Nochmal oder was? Ah, okay. Ja toll, jetzt habe ich einen Punkt. Da. Also nochmal da einen Haken. Ausrüsten. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen. So, Waffenwechsel. Und ah, okay. Cool. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Boah, was? Das ist ja mal hier, ey. Wer ist denn er? Wer ist er denn? Das ist... Ach, das ist ja fett. Ich glaube... Das sind die anderen, die jetzt hier in demselben Level sind wie ich. Also online. Alter, macht die Pistole ja irgendwie mehr, ne? Ich glaube, er ist einer von denen... Ach, dann sind die lila Dinger da oben, in der rechts oben in der Karte. Sind dann die Anleihen, die anderen Online-Spieler, die auch ein bisschen rumdümpeln. Ah, das ist ja fett. Dann könnte man ja theoretisch hier schön mit ein paar Kumpels rumlaufen, ein bisschen Scheiße bauen. Obwohl, das ist jetzt hier, glaube ich, nur das Trainingslager. So, Nahkampf, V oder so. Nee. Was gibt's denn hier noch? G? Nee. Ach, F. F ist Nahkampf. Ein bisschen Munition. So. Also ich muss sagen, es spielt sich recht gut. Ach, ich muss zurück. Es macht Spaß. Bis jetzt. Aber es ist auch noch nicht viel passiert. So, einmal E drücken. Was kommt jetzt? Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnappe dir eine und rüste sie aus. Kann man immer gebrauchen. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Sieh den Griff, wirf. Ich hab's schon zweimal gemacht. So, wo muss ich jetzt hin? Nicht zu weit von meiner Projektion. Ach, da! Wir müssen noch ein paar Subroutinen kalibrieren. Einfach mal E drücken. Schließe dein Training ab, während Ego seine Aktivierung und Integration in die Physiologie abschließt. Okay. Machen wir das mal. Ich denke mal, ich muss jetzt hier in das Kästchen. Ja. Wir fangen mit Tarnung an. Drücke 1. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. Ah, cool. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Ah, cool. Ja, sexy. Ihn jetzt auch noch. Pow. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Ja. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. 1. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Ja, aber so viel Schaden macht jetzt aber auch nicht. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Damit erzeugst du eine Projektion, die aussieht wie du und den Gegner verwirrt. Wow. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablöst. Boah, die Sensi, ey. Die Na egal. Bionischer Sprint ist aktiv. Damit können wir uns bionischer extrem Sprint. Schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker.
Also Phase auf die Projektionen zu, ein aktiv ist und sprinten. Boah, super geklappt. Das klappt hervorragend hier. F. Komm ein. Renn, renn, renn. Wieso macht der denn nichts? Ja, ich drück doch F. Wollt ihr mich verarschen oder was? Und was schießt er die ganze Zeit? Eins, sprinten, F. 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 Ja. Oh, willst du mich verarschen? So, bam. Macht er nicht. Wieso macht er das denn nicht? Eins. Jetzt mach doch hier. So, endlich, ey. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. K. Köder. Nee, ist mir zu langweilig. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich für eine entscheiden. Überladung, Tarnung. Den Sprint kann sie sich schon mal gepflegt sonst wohin stecken. Tarnung, ja, weiß ich nicht. Auch ein bisschen öde. Ja, ich nehme hier die Überladung. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, will ich. Aggressives Vorgehen. Das gefällt mir. Ja, und jetzt, was ist hiermit? Diese Ego-Fähigkeit erhöht den Waffenschaden für 10 Sekunden. Ich empfange ein Signal. Blablabla. Ich stelle es durch. Hört mich jemand? Nee. Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Aha. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Ja, sollten wir tun. Dann renne ich da mal geschwind hin, um mir zu helfen. So. Also mit Springen ist man auf jeden Fall schneller. Ja, das ist ja mal sexy mit einer Pumpe hier rumrennen. Open World, Pumpe. Man trifft natürlich nichts. Sehr geil. Wir müssen die Kerle ausschalten, sonst brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Obwohl im Nahkampf geht die echt ab, ey. Muss ich schon sagen. Komm her. Aber die KI ist ja mal richtig billig, ey. So, was muss ich machen? E drücken? Ja. Ah, gut. Ich konnte das Schweißbare, sodass der Reaktor überladen und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Macht wohl Spaß, ey. Rennst ja einfach ein bisschen rum, hüpft ein bisschen durch die Gegend, tötest ein paar Gegner, stirbst du sowieso nicht. Gleich explodieren. Geh. Ich habe keine Granaten. Die sind tot, ne? Ja. Lauf! Was bedeutet denn da oben das Ding da? Ist das die Anzahl, dass es explodiert, oder? Ach, Munition, da habe ich gleich wieder eine Granate. Hier, beschütze den Reaktor. Ah, oh, viel zu weit. Stirb. Hau ab da. Das Ding geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. Gib mir Deckung. Lauf. Ach, ich war noch nicht mal weg. Gucken, was passiert. Oh. Das ist ja mal schön anzusehen. Danke. Du hast dein Ego-Implantat, oder? Ja. Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Noch nie in Aktion erlebt? Will die mich verarschen, Alter? Ich hab's nicht mal benutzt. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Ja, mach das. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Arrivederci. Ja, das war's dann. Zweite Teil folgt dann auch irgendwann.
Und dann würde ich sagen, bis dann. Hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr einen Kommi oder so da lassen oder einen Daumen hoch, runter, keine Ahnung. Vielleicht ein paar Tipps für das Let's Play, damit ich da weiß, was ich machen muss. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.